Also man kann das unterscheiden in zwei Typen von Klagen, die derzeit laufen. Das eine ist ganz konkret gegen ganz bestimmte Anzahl von Stimmen, Briefwahlstimmen vor allem, dass man sagt, die können nicht gewertet werden, weil dieses und jenes und sonst was daran nicht in Ordnung ist. Und das andere ist, dass man sagt, es dürfen Stimmen, die nach einem gewissen Zeitpunkt eingegangen sind, überhaupt nicht mehr gezählt werden, die also etwa nach dem Schluss der Wahllokale eingingen. Und das hat ein Problem, ganz praktisches. Man muss die erstmal unterteilen können, ne, wenn die jetzt schon sozusagen gemischt wurden beim Auszählen. Aber zum Teil werden die auch noch separiert, weil man abwartet, wie die Gerichte dazu entscheiden. Dramatische ist, ich Journalistin geworden. Wie viel Erfolg hat denn Trump und sein Team mit den Klagen, die sie jetzt eingereicht haben? Kann man das schon irgendwie abschätzen? Na, es gibt einen Staat, bei dem ist es wirklich eine heikle Sache aus Sicht der Demokraten, aber möglicherweise spielt er gar keine Rolle mehr, das ist Pennsylvania. Da gab es schon mal eine Klage, weil dort dürfen alle Stimmen noch gewertet werden, die am 3.11. abgestempelt sind, die aber bis Freitag eingehen. Und dagegen hatten die Republikaner geklagt vom Supreme Court. Der hat gesagt mit den konservativen Richtern, jawohl, das müssen wir unterbinden, das geht gar nicht. Die liberalen Richter haben gesagt, und nee, natürlich, jede Stimme muss zählen. Und ausschlaggebend war John Roberts, der gesagt hat, der Fall geht uns nichts an. Da waren das 4-4, das haben sie zurückgewiesen. Das Argument war, das haben die Staatsgerichte in Pennsylvania entschieden. Also deswegen ist das für uns egal. Das könnte sich ändern, wenn Richterin Barrett an diesem Prozess teilnimmt, wenn die das wieder an sich ziehen und hier möglicherweise eingreifen. In allen anderen Fällen, wo es darum geht, nachzuzählen oder bestimmte Stimmen nicht zu werten, da sehe ich ehrlich gesagt relativ wenig Effekt. Das ist jetzt mehr politisch, insofern als Trump damit sagt, hier wird die Wahl gestohlen und die Gerichte waren halt jetzt auch noch gegen mich. Aber dass das Ausschlag auf das Ergebnis am Ende hat, selbst bei diesen knappen Ergebnissen, das halte ich für unwahrscheinlich. Es verlängert den ganzen Prozess also momentan. Nur, Sie haben es gerade gesagt, es ist immer noch sehr knapp. Es wird am Ende wahrscheinlich auch eine sehr knappe Entscheidung. Aber was passiert denn, sollte es tatsächlich zu einem Gleichstand kommen und Biden und Trump gleich viele Wahlmänner und Wahlfrauen für sich gewinnen können? Ja, wir müssen jetzt mal abwarten. In den einzelnen Staaten sind es wirklich manchmal nur 10.000, 20.000 Stimmen. Wisconsin etwa, da wird noch nachgezählt, weil nur 0,6% Unterschied sind. Und das ist richtig, dass Sie sagen, da müssen wir mal weiterdenken, wie ist es, wenn die nicht auf die 270 Stimmen kommen. Denn das muss am 8. Dezember feststehen. Es gibt so ein paar Daten, an die hält sich dieser ganze Prozess. Am 8. Dezember muss klar sein, welche Wahlleute aus welchem Bundesstaat denn wählen. Und da gibt es zwei Modelle, die man kennt, juristisch. Das eine ist, es gibt eben keine Wahlleute aus bestimmten Staaten, weil dort einfach kein Ergebnis feststeht. Oder aber das Parlament im Bundesstaat zieht die Entscheidung an sich und sagt, wir ernennen die einfach. Wir sagen, der Wille unseres Bundesstaates, der war eben so und so. Dann muss man gucken, ist der Gouverneur in der gleichen Partei, findet er das gut, ist er in der anderen Partei, hat er vielleicht eine konkurrierende Auswahl an Wahlleuten. Und die kommen dann am 14. Dezember zusammen und geben ihr Votum entweder für Biden oder für Trump ab. Und diese Stimmen, die am 14. Dezember in allen Hauptstädten aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten abgegeben werden, die werden dann nach Washington transferiert. Und dort kommt am 3. Januar der neu gewählte Kongress zusammen. Und das sieht ja auch so aus, die Demokraten behalten die Mehrheit im Haus, die Republikaner mutmaßlich die Mehrheit im Senat. Und am 6. Januar wird dann dort vor beiden Kammern des Kongresses ausgezählt von Mike Pence. Der ist dann nämlich immer noch der Präsident des Senats. Und der muss dann schauen, hat irgendeiner 270 Stimmen bekommen? Ist das der Fall? Ist er gewählt? Ist das nicht der Fall, muss das Repräsentantenhaus am selben Tag den Präsidenten wählen und der Senat den Vizepräsidenten. Das heißt, am 20. Januar, an dem Tag der Inauguration, werden wir so oder so einen neuen oder auch alten US-Präsidenten haben? In jedem Fall. Es kann natürlich noch eine Verwicklung geben. Ne? Jetzt spielen wir es mal durch. Das Repräsentantenhaus, das muss nach Bundesstaaten abstimmen.
wenn die, die Zusammensetzung so bliebe, wie sie jetzt wäre, ist, dann hätte sogar die Republikaner dort die Mehrheit. Das muss man noch prüfen, wie das jetzt ist in der Neukonstituierung. Und angenommen, die einigen sich auf niemanden, aber der Senat wählt einen Vizepräsidenten, dann wird der Vizepräsident zum Präsidenten. Aber Gott, nee, so kommt's nicht. Ne? Also diese Verwicklung, in die lassen wir uns jetzt gar nicht ein. Es wird am 20. um 12 Uhr mittags irgendwie die Wachablösung geben. Es wird ein neuer Präsident gewählt sein. Es wird ein neuer Oberkommandierender da sein. Und das ist entweder der alte oder, und so sieht es derzeit aus, eben ein neuer. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.